Wo ist unser Trupp? Wo bist du? Hallo? Ich finde die manchmal nicht mehr. Eventuell. Ah, den haben sie nochmal eingenommen, okay. Gut, kein Problem für uns. Wir kommen einfach wieder zurück und nehmen die ein. Und du. Hallo? Da. Schwimmst da. Hier haben wir jetzt. Da haben sie plötzlich abgebrochen. Keine Ahnung warum. Ich warte noch kurz, bis sie das hier eingenommen haben. Das dauert jetzt ja nicht lange, glaube ich. Ich meine, das gehört ja niemandem. So. Ich überprüfe nochmal. Ich bin mir nicht sicher, ob die das so schnell schaffen. Irgendwas scheint sehr problematisch zu sein. Warum? Was macht ihr? Schwimmt dahin und nehmt das ein. Was ist daran so schwer? Mittlerweile hat sich das Licht auch so oft gedreht, dass ich nicht mehr genau weiß, wo wir hingucken. So, wo ist denn die Waffenstadt von den Roten? Ich glaube, das ist die da. Jo. So, ihr lieben Roten, das war dann euer letztes Brot, das ihr jeweils produziert habt. Ich möchte das mal austesten. Sie fliegt in die Atmosphäre. Sie kommt zurück. Alter! Hohohoho. Einfach die Stadt weggebombt! Gut. Das ging mal schnell. Komischerweise haben wir trotzdem ein paar Prüfen überlegt. Schön! Das war einfach... Wow! So, bleibt militärisch. Wir machen noch ein paar Boote. Damit die Bootsflotte auch die Stunde hat geschlagen. Ich kämpfe niemals wieder. Wir nehmen deine Kapitulation mit Freuden an. Ach, der hat sich einfach ergeben. Cool. Die Weltherrschaft ist dein, wenn du bereit bist. In die weiten Jenseits ist dein... Jenseits... deines Heimatplanetens vorzudringen, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Werde ich sofort tun? Klicke hier, um dein Weltraumprogramm zu starten. Unten. Dies ist die Umfangreise. Du musst im Design ein Schiff erstellen. Veränderungen können später jederzeit natürlich wie immer. Donnergroll, schließe die Zivilisationsphase in weniger als einer Stunde ab. Alter. Das hätte ich irgendwie nicht erwartet, dass das so schnell war. Schließe die Zivilisationsphase mit mehr als 8 Militärstädten ab. So, das liegt mal still. Hier brauchen wir nochmal ein paar. Oh, erstmal alle löschen, da habe ich einen besseren Überblick. So. Hier brauchen wir jetzt nochmal ein paar Autos. Warte mal, nicht alle auf einmal. Wenn wir die aufteilen, geht's schneller. Hier geht dahin. Die anderen. Gehen dahin. Und außerdem haben wir da noch einen Geist-Ir. Nee. Und da kommt ihr mal hin. So, das müsste dann alles gewesen sein. Der wurde eingenommen, den machen sie gerade. Da kommen sie gerade angefahren. Da warten wir noch kurz. Unsere Boote sind doch relativ langsam, wenn man vorher die Flugzeuge so im Vergleich hat, aber okay. Ich möchte sie nicht kritisieren, ohne die Boote hätten wir es niemals geschafft. Wobei die Flugzeuge, glaube ich, die sind super. Flugzeuge sind super. So. Kontrolliere sämtliche Rohstoffknoten des Planetens. Gewürzhamster. So, ich würde sagen, die Grüfen, die blaue... lila eine Mannschaft sind die besten und wir werden jetzt. Ach, hier haben wir noch. Jetzt werden wir noch in das Raumprojekt starten.
Deine Entscheidungen im Laufe der Evolution haben die Identität deiner Rasse geprägt und letztlich deinen Aufbruch ins Weltraum, in den Weltraum ermöglicht. Deine Wesenszüge wirken sich nicht nur auf deine Fähigkeiten aus, sondern haben dir ein einzigartiges Werkzeug beschert. Okay. So, hier sieht man unseren Werdegang. Es war von Anfang an klar, wir werden militärisch. Erst alles Fresser, das war noch neutral quasi, und dann nur noch böse. Piratenparty. Die Fähigkeit öffnet ein mystisches Piratenportal, das auf deinem Planeten, auf einem Planeten totales Chaos anrichtet. Cool. Ich glaube tatsächlich, als ich das schon mal gespielt habe, war ich nicht so böse. Moment, wir gucken mal. So, hier war der Anfang, so sahen wir aus, unser erstes Fahrzeug. Ich glaube, es sah auch immer so aus. Hier haben wir ein bisschen verändert, Gebäude erstellt, Bomben fallen lassen, erobert, Krieg beendet, Krieg angefangen. Viele unserer Fahrzeuge sind auch gestorben auf dem Weg. Wir haben wieder Kriege entfesselt und andere besiegt. Hier unser Wasserfahrzeug. Viele erstellt, also das eigentlich. Ach, Gewürzturm verloren und wiederbekommen. Bombe gefallen. Entfesselt, erobert. Unser tolles Flugzeug. Warum ist eigentlich... Achso, erstellt und dann haben wir das bekommen. Und dann sieht man schon nur noch Flugzeuge, Boote. Super, toll. Hier nochmal auf Autos. Und wir sind jetzt bei 5.881.680.900 Jahren. Und das ist der Zeitpunkt, in dem wir ins Weltall aufbrechen. Steck ein! Ach nee, baut das mal, meinen wir! Baut! Baut! So, und hier sehen wir schon die unendlichen Weiten. Oh, ich habe ja schon gesagt, ich möchte gerne... Da würde ich tatsächlich gerne so ein bisschen klassisch bleiben. Nämlich mit einer Sterntriangel, absolut klassisch. Hier, weil wir übertreiben müssen, die Kufen wie jedes Mal natürlich voll die Übertreiber. Wieder angelehnt an den Vogel, natürlich, man sieht es. Hier, Schnabel, Augen, kommen noch, meine ich. So, wo sitzt ihr denn, ihr lieben Kufis? Ihr sitzt... ist eigentlich Schnuppe, was wir da nehmen. Also ich meine, weil... keine Auswirkungen auf die Fähigkeiten von dem Teil, dann können wir das so einbasteln. So, hier so ein ganz enges Ding, wo die sich reinquetschen müssen. Nee, natürlich nicht. So. Ja, das sieht fast gut aus. Was ist das denn? Harte Landung. Okay, ich glaube, das ist eigentlich einfach nur so. Arme brauchen wir natürlich an unserem Gerät. Exo-Arme. Huch. Scheiße. Rückgängig? Was macht das? Dicke und dünne Arme. Ja, die sollen schon ordentlich was packen können. Eigentlich müssten die Arme ja hier vorne stehen, kleben, was auch immer. So, was haben wir noch? Was ist das? Ein Partikelantrieb. Ich würde erstmal wirklich nützliche Sachen lieber machen. Weil die fliegen jetzt ja, das brauchen die alles nicht mehr. Das hat auch keine Auswirkungen. Sieht man das alles nur noch? Hübschheit. Also auch dann übertreibe ich das doch nicht ganz so doll. Pack das trotzdem hier drauf. Wir können ja auch immer noch verändern, ne? Das darf man nicht vergessen. Hier übertreibt man auch nicht ganz so doll. So. So, die Arme hängen so ein bisschen runter und sind klein. Klein. Waffen sind natürlich... Wie, was ist das? Weiß nicht. Hier, das Ding war super, das behalten wir. Huch. Vorne gerichtet. Ich hab gesagt, nach vorne gerichtet. Das geht hier so schlecht. Hallo? Was?
Mach das Ding. Huch, nein. Okay, ich mache nochmal ein neues dran. So. Jetzt klein. Sehr gut. Klein und unscheinbar, so wie vorhin auch. Was haben wir noch? Hier so ein Dröthorn, das braucht jeder. Ne, das ist jetzt hässlich. Damit die Feinde wissen, wenn wir kommen. Damit die schön Angst bekommen. Und das hier packen wir, hätte ich gern unten. Eigentlich andersrum geht das. Ich möchte es gern. Ist ja komisch. Na gut, dann machen wir zwei kleine. Hier so hin. So. Ganz klitzeklein. Kaum auffällig. Trotzdem tödlich. Dann dürfen natürlich nicht fehlen. Irgendwie kommt mir das plötzlich doch ein bisschen klein vor, wie wir es gemacht haben. Aber gut. Also nicht fehlen dürfen diese Leuchtdinger. Die sind toll. Viele Leuchtdinger, die grüßen leuchten gern. Auch im Weltraum. Und nach unten hin. Ah, die Dinger wieder, genau. Eigentlich ist das ein Disco-Auto, man sieht es schon. Also ein Disco-UFO. Das kann für beides benutzt werden. Also wenn das UFO nicht gerade im Dienst ist sozusagen, dann machen die Grüfen damit auch gerne mal Party. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht so genau. Rein aus Prinzip. Mache ich es einfach dran. Weil es cool aussieht. Okay, so lange brauchen wir es nicht. Ich glaube, sie kleiner sein. So, das wird ordentlich gebündelt. Astrogreifer, Vakuumsaugnäpfe. Irgendwie kann man die Sachen hier gar nicht richtig anbringen. Die Grundform ist doch doof. Wir ändern die später bestimmt nochmal. Die gefällt mir doch noch nicht so ganz. Aber ich möchte jetzt ins Weltraum. Und wir nennen das Teil. Huch. Partix. Party. UFO. Passend, weil es ja so schön leuchtet. Ach, eine Farbe brauchen wir noch. Pass auf, es ist ja ein Party-UFO. Dann nehmen wir natürlich auch irgendwas voll. Nee, das vielleicht nicht. Das kann ich nicht nehmen. Ja, das sieht gut aus. Los geht's. Es lädt die Weltraumphase. So, und das muss da noch dran. Ah, wir haben es geschafft, Freunde, wir haben es geschafft. Schaut es euch an. Juhu! Grüfos go to the space. Grüfos, du bist super. Und Abflug. Du hast erfolgreich ein Schiff für den Weltraumflug entwickelt. Der Himmel winkt, der Kosmos wartet. Das Universum ist dir untertan. Vorausgesetzt, du lernst, wie man dieses Ding fliegt. Ich hoffe, das lernen wir schnell. So. Willkommen zum Höhepunkt der Existenz. Unendliche Weiten des wildesten wilden Westen von allen der... Achso, von allen. Der Weltraum. Du kontrollierst das Schiff, bringst deine Rasse damit auf eine planetengebundene Zivilisation bis zum gewaltigen galaktischen Reich. Mal sehen, wie weit du vorankommst. Da bin ich auch gespannt. Diese Leiste zeigt deine Fortschritte in Plaketten. Der ist ein Teil wahrscheinlich. Sowie die Entfernung des Zentrums der Galaxie an. Ah ja. Die Missionszentrale auf der Planetenoberfläche musste ich dringend brechen. Ach Gott. Beschäftigen wir uns also mit der Kommunikation.